Herzlich willkommen. Ich möchte auch unseren heutigen Vortragenden Dr. Gerald Steinmaurer herzlich willkommen heißen. Er wird heute einen Vortrag halten zum Thema Sonnenstrom für alle Fälle, Eigenverbrauchsoptimierung im Einfamilienhaus. Und bevor wir mit dem Webinar beginnen, möchte ich kurz Dr. Diplom-Ingenieur Dr. Gerald Steinmaurer vorstellen. Er hat das Studium der Elektrotechnik an der Technischen Universität in Graz absolviert und ist dann für das Doktoratsstudium nach Linz gekommen und hat dort das Studium der Mechatronik absolviert. Und bereits während dem Doktoratsstudium war Steinmaurer wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Regelungstechnik und elektrische Antriebe an der Johannes Kepler Universität in Linz. Und ab 2005 war Dr. Steinmaurer dann Geschäftsführer des Austrian Solar Innovation Centers. Den meisten von Ihnen wird es bekannt sein als ASIC. Und das ASIC ist seit rund 4 Jahren Teil der FH Oberösterreich. Und Dr. Steinmaurer ist seit 2016 an der FH Oberösterreich beschäftigt. Er leitet dort auch eines der 6 Kompetenzfelder in der FH, nämlich das Kompetenzfeld für Energie. Und Dr. Steinmaurer wird uns heute vorstellen, welche Möglichkeiten der Eigenverbrauchsoptimierung es gibt, welche Möglichkeiten es gibt, den PV-Strom in Wärme zu speichern, welche Vorteile das bietet, welche Möglichkeiten ein Stromspeicher bietet. Er wird auch die Ergebnisse des Speichermonitorings vorstellen, das in Oberösterreich durchgeführt worden ist, und zum Abschluss wieder auch die Kombination mit Elektromobilität und das Thema erneuerbare Energiegemeinschaften ansprechen. Bevor wir aber zum inhaltlichen Teil des Webinars gehen, möchte ich noch kurz den Verband vorstellen. Als Interessensvertretung für das Thema PV und Stromspeicherung machen wir einerseits Webinare wie dieses, aber auch größere Veranstaltungen und Kongresse. Zurzeit beschäftigt uns sehr intensiv das Erneuerbaren-Ausbaugesetz, an dem wir mitarbeiten können, aber auch die verschiedensten Netzanschlussbedingungen beschäftigen uns zurzeit sehr intensiv, und um all diese Themen kümmern wir uns. Zum Ablauf des heutigen Webinars ist es so, dass das Webinar wie jedes andere Webinar von uns auch aufgezeichnet wird. Es steht dann im Anschluss für Sie zur Verfügung. Sie können es gerne an die Kolleginnen und Kollegen weiterleiten, an Bekannte, Wegbegleiter. Wir freuen uns, wenn unsere Webinare geteilt werden. Und Sie haben heute jetzt unmittelbar quasi die Möglichkeit, Fragen an den Dr. Steinmaurer zu richten. Rechts unten haben Sie dazu ein Fragenfeld, wo Sie bitte Ihre Fragen eintippen, und wir werden die Fragen daraus dann herausziehen quasi an den Dr. Steinmaurer weiterleiten. Ein herzliches Dank an dieser Stelle an die heutigen Sponsoren des Webinars. Das ist einerseits die Firma, die oberösterreichische Firma MyPV, aber auch die Salzburger Firma Smartfox und ein bereits regelmäßiger und langjähriger Sponsor unserer Veranstaltungen und Webinare ist die Firma Energy 3000 Solar. Ein herzliches Danke an die 3 Firmen. Und wenn Sie sagen, Sie wollen mit den Firmen Kontakt aufnehmen, wir haben auf unserer Website einen Marktplatz eingerichtet, wo Sie die Kontaktdaten der Firmen finden, die Kontaktdaten der Sponsoren, aber auch der Firma LG. Und auf unserem Marktplatz kommen Sie über den Link www.pvaustria.at/webinare/Eigenverbrauchsoptimierung. So, das war's mit dem allgemeinen Intro. Ich möchte jetzt auch schon das Mikro und die Maus an den Kollegen Steinmaurer übergeben. Ich wünsche Ihnen einen spannenden Vortrag, spannende 30 bis 40 Minuten. Und wenn Sie Fragen haben, bitte, wie gesagt, schreiben Sie sie rechts in das Bedienfeld hinein, und wir werden sie dann im Anschluss so gut wie möglich beantworten. Danke, Herr Steinmaurer. Sie müssen jetzt die Maus und das Mikro frei haben. Gut, dann herzlich willkommen auch von mir. Danke für die nette Einleitung. Ja, ich darf Ihnen heute über die Eigenverbrauchsoptimierung oder
besser und ehrlicherweise gesagt Eigenverbrauchssteigerung im Einfamilienhaus berichten. Funktioniert jetzt. Also wie gesagt, ich bin jetzt seit 4 Jahren bei der FH Oberösterreich F&E GmbH beschäftigt. Also für alle, die FH nicht kennen, das ist die Österreichs forschungsstärkste Fachhochschule an 4 Standorten und ich bin dort für den Bereich Energie zuständig. Welche Themen gibt es bei uns im Energiebereich? Wir kümmern uns um Smart Grids, um nachhaltige Energiesysteme, um Prozessoptimierung von Energiesystemen und um Bioenergie. Um Bioenergie geht es heute nicht, sondern eher natürlich aus dem Bereich nachhaltige Energiesysteme und auch in Kombination mit Smart Grids und mit dem Netz. Es geht jetzt darum, wie kann ich mit meiner PV-Anlage den Eigenverbrauch verbessern oder optimieren? Zuerst einmal eine Art Definition, was ist eigentlich der Eigenverbrauch einer PV-Anlage oder der Eigenverbrauch eines Haushaltes mit einer PV-Anlage? Der Eigenverbrauch ist eben jener Teil der Energie aus der Photovoltaikanlage, der selbst gleich verbraucht wird und nicht ins Stromnetz eingespeist wird. Ja, also das ist das, was erzeugt wird, minus dem, was dann ins Netz dann schlussendlich eingespeist wird. Und man versucht natürlich, diesen Eigenverbrauch möglichst hoch hinzukriegen. Sehr oft wird auch prozentuell angegeben. Das heißt, also man bezieht dann diesen Eigenverbrauch auf die Erzeugung und man bekommt dann einen Prozentsatz, der dann aussagt, wie viel Prozent der erzeugten Energie dann ins Stromnetz eingespeist wird und welcher Teil hier selbst verbraucht wird. Ja, hier rechts unten zu sehen, wenn man so einen typischen schönen Sommertag sich anschaut, die Überschüsse, die hier um die Mittagszeit entstehen, sind nicht mehr durch den Eigenverbrauch gedeckt. Diese müssen eingespeist werden. Der Eigenverbrauch ist das, alles, was ich drunter von meiner PV-Anlage erzeuge und auch gleich direkt selbst verbrauche. Ja. Ohne PV-Anlage hätte ich nur den einfachen Netzbezug, wie er hier unten in dem blauen Diagramm hier dargestellt ist. Warum will ich überhaupt Eigenverbrauch, meinen Eigenverbrauch steigern? Erstens, die PV produziert so, wie halt die Einstellung ist und kümmert sich praktisch vorerst nicht um den Verbrauch. Und warum versucht man jetzt nun möglichst wenig einzuspeisen oder möglichst viel selbst zu verbrauchen? Ganz eindeutig, die tarifliche Situation, wie Sie hier links unten sehen, die Kilowattstunde an bezogene elektrische Energie ist man in der Größenordnung von 20 Cent und mehr pro Kilowattstunde. Wenn Sie den PV-Strom einspeisen, dann bekommen Sie Marktpreise oder marktähnliche Preise, je nach Tarif. Und die bewegen sich leider, muss man hier sagen, für den PV-Anlagenbetreiber deutlich unter den 20 Cent pro Kilowattstunde. Also im Prinzip hier, Sie sehen hier die Marktpreisentwicklung der letzten Jahre und Jahrzehnte. Wir sind jetzt aktuell irgendwo bei 3 Cent pro Kilowattstunde oder 3,2 Cent pro Kilowattstunde. Vorsicht, dieses Diagramm ist in Euro pro Megawattstunde angegeben. Das heißt, Sie müssen da durch 1000 durchdividieren und dann sind Sie bei den 3 bis 4 Cent. Also es ist durchaus sinnvoll, den PV-Strom selbst zu verbrauchen und nicht fast oder zumindest zu sehr günstigen Konditionen in das Stromnetz einzuspeisen. Ja. Wie kann man das machen? Im Wesentlichen möchte ich Ihnen jetzt 4 kurze Aspekte vorstellen, die es ermöglichen, diesen Eigenverbrauch zu verbessern oder zu optimieren. Das erste ist einmal, schon die Anlage so zu planen, dass sie gar nicht einen schlechten Eigenverbrauch haben wird. Das heißt, da spielt das Thema Dimensionierung, Ausrichtung, Neigung der PV-Anlage und so weiter eine Rolle. Ja. Das zweite ist, man kann mit Zusatzmaßnahmen über Speicherung den Eigenverbrauch hier noch steigern. Das bedeutet, Sie können entweder einen Stromspeicher nehmen und den Strom aus der PV-Anlage speichern. Sie können in einer Art Sektorenkopplung den Strom in Wärme, die Sie sowieso später auch benötigen, also entweder im Warmwasser oder in der Heizung,
umwandeln. Und das funktioniert dann entweder direkt über den Heizstab oder auch über den Umweg einer Wärmepumpe. Ja. Sie können auch theoretisch die Lasten verschieben. Das heißt, Sie versuchen, Last dann zu generieren, wenn die PV-Anlage möglichst viel Strom zu produzieren und versuchen es zu vermeiden, große Lasten zu betreiben, wenn die PV-Anlage wenig liefert. Also hier unter dem Kapitel Lastverschiebung. Und der letzte Punkt, den ich hier kurz anreißen möchte, ist das Thema, wenn alle vorherigen Maßnahmen nichts bringen, also die Anlage richtig ausgelegt ist, ich möche Speicherpotenziale schon gehoben habe, Lasten schon verschoben habe, dann wird es in Zukunft auch denkbar sein, dass Sie den Strom in sogenannten Energiegemeinschaften möglicherweise verkaufen oder handeln. Also und ist die nächsten 20 Minuten werde ich einen Streifzug durch diese vier Punkte machen. Also Anlagenplanung, welche Eigenverbrauchsquote hat man üblicherweise, wenn Sie eine vernünftig dimensionierte PV-Anlage haben? Also beispielsweise hier 5 kW Peak PV-Anlage. Sie haben einen Stromverbrauch von etwa 5000 Kilowattstunden pro Jahr. Dann werden Sie in der Größenordnung von 20-40% des erzeugten PV-Stromes selbst verbrauchen können. Ja? Mehr nicht. Das heißt, 60-80% der Energie werden Sie in das Netz einspeisen, weil Sie es meistens zu Zeiten produzieren, deren Strom produzieren, in denen Sie keinen PV-Bedarf oder keinen Strombedarf haben. Ja. Hängt natürlich vom Lastprofil ab, ob Sie ein 1-, 2- oder 5-Personen-Haushalt sind, aber Sie sehen hier die Bandbreite, die es hier erlaubt, bei einer typischen dimensionierten Anlage in der Größenordnung von 20-40% zu sein. Ja. Das ist natürlich jetzt nicht besonders viel, aber wir werden schauen, ob wir das ein bisschen höher kriegen, diese Möglichkeiten der Eigenverbrauchsquote. Ja. Wovon es natürlich auch aushängt ist oder abhängt, ist, wie die PV-Anlage ausgerichtet oder und geneigt ist. Wenn Sie die PV-Anlage für den Jahresmaximumertrag auslegen, dann wird sie in unseren Breiten in etwa nach Süden mit Größenordnung 30% Neigung zu finden sein. In dieser Lage wird sie denn übers Jahr gesehen den meisten Ertrag an Kilowattstunden bringen. Wenn Sie aber sagen, Sie haben nicht zu den Zeiten, wo die PV-Anlage so viel Solarstrom liefert, die größten Verbräuche, weil die hat man meistens am Abend und vielleicht am Vormittag, dann kann man durchaus darüber nachdenken, auch die Orientierung der PV-Anlage zu ändern, um zwar ein paar Prozente an Gesamtenergieertrag im Jahr zu verlieren, aber dadurch die Eigenverbrauchsrate etwas zu erhöhen. Wenn Sie jetzt die Anlage passend ausgelegt haben, passend dimensioniert haben, dann haben wir hier mehrere Möglichkeiten, wie Sie die PV-Anlage mit Speichern koppeln können. Ja. Auf der linken Seite sehen Sie eine typische PV-Anlage, die liefert Strom für Ihre Last im Haushalt. Wenn Sie einen Überschuss haben, liefern Sie den ans Netz. Und wenn die PV-Anlage zu wenig liefert, kommt Strom direkt aus dem Netz. Also eine Standard-PV-Anlage und meistens wird hier der Überschussstrom hier eingespeist. Ja. In der Mitte finden Sie sogenannte Power-to-Heat-Anlagen. Das bedeutet, Sie werden die PV-Anlage liefert an Strom, bedient damit die Last. Wenn diese Last oder wenn die PV-Anlage mehr liefert als die Last benötigt, dann wird der Überschussstrom nicht gleich ins Netz eingespeist, sondern man versucht hier einen Wärmespeicher im Haushalt zu finden und den zu bedienen. Und Wärmespeicher kann sein entweder Warmwasserbereitung oder für Heizungszwecke oder möglicherweise für Poolheizung oder sonstiges. Und erst wenn dieser Wärmespeicher auch voll ist, dann geht wirklich ein Überschussstrom ins Netz. Also hier mal eine eindeutige Reihenfolge. Zuerst die elektrische Last, dann die Wärmespeicherung, dann das Netz.
Auf der rechten Seite finden Sie dann Systeme mit ebenfalls einem Speicher, aber einem elektrischen Speicher. Hier wird anstelle dieses Wärmespeichers eine Batterie verwendet, mit dem großen Vorteil, dass Sie Energie, die Sie in die Batterie hineingesteckt haben, also mit der Sie mit PV-Strom geladen haben, wiederum zu einem späteren Zeitpunkt an die Last abgeben können. Und es gibt hier keine eindeutige Reihenfolge, was hier zuerst passieren soll, ob zuerst die Last bedient werden soll oder die Batterie geladen werden soll oder vielleicht ins Netz eingespeist werden soll, aber zudem noch später. Also Power to Heat in Wärme umgewandelte Energie und mit einem elektrischen Speicher hat man hier noch mehr Freiheitsgrade. Wie gesagt, Power to Heat, ich verwende Strom und nutze die entstehende Wärme, entweder mit einem Heizstab oder über eine Wärmepumpe. Sie kennen das vielleicht noch, was ist der Unterschied zum Nachtspeicher? Nachtspeichersysteme sind sozusagen Heizsysteme, die den gesamten Heizenergiebedarf decken, und diese Power-to-Heat-Systeme sehen sich als Zusatzfunktionalität. Ja. Sind meistens relativ einfach, relativ kostengünstig, aber gibt es nicht nur im Einfamilienhausbereich, sondern auch bei größeren Systemen, im Fernwärmenetz zum Beispiel. Ja. Welche Varianten habe ich jetzt nun, Strom in Wärme umzuwandeln und vor allem hier PV-Strom in Wärme umzuwandeln? Also ich speichere überschüssigen PV-Strom als thermische Energie, entweder mit einer Heizpatrone oder direkt oder indirekt mit einer Wärmepumpe. Das heißt, bei einer Heizpatrone nutze ich den Überschussstrom und verwende ich es direkt im thermischen Gebäudesystem. Ich kann dadurch wirklich den Eigenverbrauch deutlich steigern. Die Wirtschaftlichkeit hängt aber stark vom Wärmepreis ab. Ja, der Wärmepreis ist meistens deutlich unter dem Strompreis zu sehen. Und daher in den meisten Fällen sind die Einsparungen jedenfalls geringer, als wenn ich den Strom direkt verbrauchen würde. Ja. Es gibt hier unterschiedlichste Ausführungsformen, unterschiedlichste Komplexitäten, also einfach ein Relais, das ein- und ausschaltet, bis hin zu einer stufenlosen Leistungsregelung mit relativ geringen Investitionskosten. Ja. Ich könnte aber auch auf die Idee kommen, meinen PV-Strom für den Antrieb einer Wärmepumpe zu verwenden. Ich habe hier dann eine Jahresarbeitszahl oder Leistungszahl, die Größe 1 ist. Auch hier wiederum hängt es davon ab, wie der Wärmepreis ist, um die Wirtschaftlichkeit hier darzustellen. Die Eigenverbrauchssteigerung durch die Warmwasserbereitung ist auf jeden Fall gegeben. Man darf sich aber nicht zu große Erwartungen darin setzen, dass man jetzt für den Heizbetrieb die PV-Anlage zu sehr überstrapaziert und den Eigenverbrauch steigert, weil üblicherweise in Zeiten, wo Sie einen großen PV-Stromüberschuss haben, das sind meistens Zeiten, wo eher ein geringerer Heizbetrieb hier notwendig ist. Das heißt, Speicherung von Energie, um Angebot und Nachfrage zu entkoppeln, geht es einerseits natürlich auf der Wärmeseite, andererseits natürlich auch auf der elektrischen Ebene. Und man sieht hier die unterschiedlichsten Technologien, die es ermöglichen, Energie über längere Zeiträume in unterschiedlichen Kapazitäten hier zu speichern. Und wie gesagt, für elektrische Speicherung verwendet man dann üblicherweise Akkus oder Batterien. Und uns gelingt es, mit so einem Stromspeicher elektrische Energie wirklich von der Erzeugung und vom Verbrauch zu entkoppeln. Und die Frage ist nun, wenn ich hier einen elektrischen Stromspeicher einbaue, welche Auswirkungen hat das dann auf den Eigenverbrauchsanteil oder die Eigenverbrauchsrate? Und hier ein bekanntes Diagramm dazu, wie der Eigenverbrauchsanteil in Abhängigkeit der PV-Leistung und in Abhängigkeit der Speicherkapazität sich verändert. Ja. Hier auf der unteren Achse, auf der X-Achse, ist aufgetragen die PV-Leistung in Kilowatt Peak, aber normiert mit dem Haushaltsstromverbrauch, also in Megawattstunden. Das heißt,
wenn Sie einen typischen Jahresstromverbrauch haben von 5000 Kilowattstunden und eine 5 kW Peak PV-Anlage haben, dann wäre hier das Verhältnis 1 und Sie würden sich hier entlang dieser schwarz strichlierten Linie bewegen. Ja. Wenn Sie jetzt keinen Speicher haben, das heißt, Sie bewegen sich hier ganz unten, dann hätten Sie ungefähr einen Eigenverbrauchsanteil von 30%. Das ist auch das, was wir auf den ersten Folien schon gesehen haben. Wenn Sie nun einen Speicher einbauen, ja, der zum Beispiel 5 Kilowattstunden nutzbare Speicherkapazität aufweist, dann würde das hier ebenfalls bezogen auf den Haushaltsstromverbrauch einen Faktor 1 ergeben und Sie würden von den 30% Eigenverbrauchsanteil mit Hilfe dieses 5 Kilowattstunden Speichers in die Größenordnung von 55% Eigenverbrauchsanteil kommen. Ja. Eine weitere Steigerung der Speichergröße von auf 7,5 Kilowattstunden würde dann die Linie in Blau bedeuten und diese Linie zeigt Ihnen, dass Sie dann in der Fläche liegen, wo Sie vielleicht 65 bis zu knapp 70% Eigenverbrauchsrate haben. Das heißt, es ist nur sinnvoll, diese Speicherkapazität in einer gewissen Größenordnung zu erhöhen. Ab einer gewissen Größe wird die Auswirkung auf den Eigenverbrauchsanteil nur mehr sehr gering sein. Das sagt die Theorie und wir haben uns jetzt in einem größeren Projekt reale Stromspeicher angeschaut. In etwa rund 200 Stromspeicher haben wir über 5 Jahre lang vermessen und haben uns angeschaut, was bedeutet das unter anderem auch für die Eigenverbrauchsrate. Ja. Also wir haben hier Systeme gehabt, die in ganz Oberösterreich verstreut waren, mit unterschiedlichsten Herstellern, unterschiedlichsten Orten und wir konnten hier eine Menge an Daten generieren und diese in liebevoller Kleinarbeit dann auswerten. Was ist herausgekommen? Ja. Wir haben uns einmal angeschaut, wie groß waren die Anlagen, die hier vermessen wurden. Also typische Speicher waren in der Größenordnung mit einer Speicherkapazität bis 6 Kilowattstunden. Das ist jetzt vielleicht etwas überraschend, weil es gibt ja Speichergrößen in allen Variationen. Es ist vielleicht wichtig hinzuweisen, dieser System wurde gefördert oder die Beteiligung wurde gefördert und es gab hier eine Speicherobergrenze von 6 Kilowattstunden und daher war ein Großteil der Anlagen hier an dieser Grenze oder knapp drunter. Ja. Wie groß waren die PV-Anlagen? Die PV-Anlagen waren in der Größenordnung von 5 kW Peak. Hier waren die Mehrzahl der Anlagen beheimatet und der Energieverbrauch der Haushalte lag in den meisten Fällen zwischen 3 und 6 bis 7.000 Kilowattstunden. Also durchaus eher größere Verbräuche bezogen auf Einfamilienhäuser. Ja. Wie waren die Anlagen dimensioniert? Im Vergleich zum, also PV zum Stromspeicher. Also die PV-Anlagen waren durchaus in etwa der Kilowatt-Peak-Wert entsprach in etwa dem Haushaltsstromverbrauch, also durchaus eine sinnvolle Dimensionierung und auch das Verhältnis von der Speicher in Kilowattstunden zu KW Peak betrug ebenfalls in etwa 1. Also man kann schlussfolgern, die Anlagen waren in den meisten Fällen sinnvoll ausgelegt, kaum überdimensioniert und durchaus repräsentativ für eine Auswertung. Ja. Was haben wir gesehen? Was bedeutet nun dieser Stromspeicher oder welche Werte des Eigenverbrauches haben sich dann daraus ergeben? Der Eigenverbrauch war bei kleinen PV-Anlagen hier links zu sehen, durchaus in der Größenordnung von 80 bis 90%. Aber Sie müssen hier sehen, die PV-Anlage war wirklich sehr, sehr klein im Vergleich zum Haushaltsstromverbrauch. Also das sind Kleinstanlagen. Natürlich tendenziell, je größer die PV-Anlage ist, umso weniger Energie aus der Anlage können Sie wirklich direkt selbst verbrauchen. Im Mittel bei vernünftig gewählter Anlagengröße und Speichergröße waren es etwas zwischen 60 und 70% des Stromes, den Sie gleich selbst verbrauchen konnten.
Der Eigenverbrauch schwankt natürlich auch mit der Jahreszeit. Das heißt, der Eigenverbrauch im Sommer war hier deutlich geringer natürlich als im Winter. Also im Winter, wo wenig PV-Energie generiert wird, können Sie das wenige, den wenigen Strom gleich selbst und fast zur Gänze verbrauchen. Aber selbst hier 100% erreichen Sie in den aller seltensten Fällen. Im Sommer ist natürlich kein Wärme oder kaum oder geringerer Wärmebedarf, weniger elektrischer Bedarf. Die PV liefert deutlich mehr, also Eigenverbrauch ist hier im Sommer tendenziell geringer. Und die Leute sind ja zwar natürlich an einem hohen Eigenverbrauch interessiert, aber das dahinterliegende Ziel ist ja sehr oft, ich will autark sein. Das heißt, ich möchte möglichst wenig Energie von meinem Netzbezieher beziehen oder Stromlieferanten beziehen. Und auch hier sieht man den Verlauf der Autarkie. Das bedeutet in den Wintermonaten tendenziell natürlich sehr, sehr gering. Und aber selbst in den Sommermonaten schafft man es kaum, auf 100% Autarkie zu kommen. Ja. Wir haben uns jetzt angeschaut, was bedeutet es? Das waren ja alles Anlagen mit einem PV-Speicher. Was bedeutet es, wenn wir oder welchen Effekt hat hier der Speicher bei diesen Systemen auf den Eigenverbrauch? Und wir haben gesehen, im Schnitt steigt der Eigenverbrauch, die Eigenverbrauchsrate um 20-22%, so in dieser Größenordnung, durch den Einbau des Speichers. Also das heißt, wenn Sie vorher 30% Eigenverbrauchsrate haben, mit einem gut dimensionierten Stromspeicher kommen Sie auf 50 und ein bisschen mehr Prozente. Ja, also das sind in etwa die Auswirkungen, die wir hier aus diesen Ergebnissen rausrechnen konnten. Wir haben uns auch angeschaut, wie effizient diese Speicher waren. Das heißt, effiziente Speicher war in der Größenordnung von 85-90%, also eigentlich relativ gut. Und interessiert hat uns auch noch, wie oft dieser Speicher im Jahr vollständig geladen und entladen wird, also die Zyklen pro Jahr. Und da waren wir hier in der Größenordnung zwischen 200 und 250 Zyklen pro Jahr. Das heißt, wir haben pro Tag weniger als einen Zyklus durchgeführt. Gut, ich glaube, auf Zeit und ich lasse diese Folie weg. Und wir haben jetzt hier gesehen, im Vergleich zu dem theoretischen Diagramm, ein paar Folien vorher, wie schaut jetzt diese Eigenverbrauchsrate in Abhängigkeit vom PV-Ertrag und in Abhängigkeit der Speicherkapazität bei unseren realen Systemen aus? Sie ähnelt dem Kurvenverlauf von vorher sehr. Also wir können hier durchaus Prozentsätze von 60-70% Prozent an Eigenverbrauchsrate durchaus erreichen. Jetzt möchte ich auf den nächsten Seiten ein paar Beispiele gegenüberstellen. Was bewirkt eine PV oder welche Ergebnisse liefert ein PV-Wärmepumpensystem ohne Speicher? Und wir schauen uns diese Ergebnisse jeweils an drei Gebäudetypen an. Also einem gut gedämmten Haushalt, einem weniger gut gedämmten und einem schlecht gedämmten Gebäudestandard mit unterschiedlichen Heizlasten und unterschiedlichen Heizkreistemperaturen. Ja, das sind so Normgebäude, mit denen man diese Berechnungen sehr einfach durchführen kann. Also PV-Wärmepumpensystem ohne Speicher als erstes. Welche Autarkiegrade und Eigenverbrauchsanteile erzielt man? Also Sie haben wirklich diese PV-Anlage mit der Wärmepumpe gekoppelt und Sie sehen, je nachdem, wie groß die PV ist, diese punktierte Linie hier ist der Eigenverbrauchsanteil und dieser Eigenverbrauchsanteil sinkt natürlich, je größer die PV, das PV-System ist. Also in der Größenordnung von 5-6 Kilowatt Peak bei diesem Haushalt ist man auch wieder bei den vorher schon angesprochenen 30% Eigenverbrauchsanteil. Ja, und variiert ganz leicht, je nachdem, welchen Gebäudetyp Sie hier haben. Was können Sie jetzt schon bei den Wärmepumpensystemen einstellen? Sie können Nachtabsenkung betreiben, Sie können Nachtabsenkung betreiben und Sie können auch annehmen, Ihre Wärmepumpe kann bis zu 50% modulieren oder theoretisch, Sie haben Nachtabsenkung und Sie können hier
Ihre Wärmepumpe kann bis zu 100% modulieren. Und was Sie hier sehen, sind die Steigerungen, die sich durch diese Zusatzmaßnahmen beim Eigenverbrauchsanteil in Prozentpunkten noch ergeben. Das heißt, wenn Sie Nachtabsenkung betreiben bei diesen Systemen, dann steigert das bei Ihrem PV-Wärmepumpensystem ohne Speicherung, steigert sich der Eigenverbrauchsanteil nochmal um 2 bis 3%, je nachdem, wie groß die PV-Anlage ist. Wenn Sie die Wärmepumpe modulieren kann, steigert das die Anlage bis zu 5-6%, und die Steigerungsraten sind bis zu 10 Prozentpunkte, 12 Prozentpunkte, wenn Sie eine ideale Wärmepumpe hätten, die 100% modulieren kann. Ja. Im Vergleich dazu eine Wärmepumpensystem mit der thermischen Speicherung, das heißt, Sie nehmen an, Sie können die Wärmepumpe aktiv ansteuern, Sie heben die Warmwassertemperatur um 10 Kelvin und Sie heben die Raumsolltemperatur oder erlauben eine Anhebung der Raumsolltemperatur um 2 Kelvin, das heißt, Sie nutzen das Gebäude und den Warmwasserboiler als Wärmepuffer, als thermische Speicher. Was wir hier sehen im Vergleich zu dem Beispiel vorher, sind hier, ohne dass ich jetzt auf die Ergebnisse genau eingehe, durchaus 5, 6, 7% mehr an Eigenverbrauchsanteil möglich. Ja. Hingegen, wenn Sie sehen, Zusatzmaßnahmen wie Nachtabsenkung und modulierende Wärmepumpe bringen in den meisten Fällen nicht mehr diese großen Auswirkungen, weil sozusagen das Aktivieren der thermischen Masse schon einen Großteil des Effektes mitnimmt. Also wir haben jetzt PV-System ohne Speicher, PV-System mit Speicher, und wir sagen, was würde passieren, wenn wir ein PV-Wärmepumpensystem mit einem Batteriespeicher, also ohne thermischen, aber mit einem elektrischen Batteriespeicher und bei einer PV-Anlage von 10 kWh Peak haben. Auch hier ist wiederum eine Nutzung oder eine Steigerung der Eigenverbrauchsrate möglich. Sie müssen aber sehen, wir kommen nicht auf diese 60-70%, die wir vorher bei manchen Systemen gesehen haben. Der Grund ist der, wir haben hier eine 10 Kilowatt Peak-Anlage bei diesem System hier gerechnet und da ist es naturgemäß schwieriger, auf diesen Eigenverbrauchs- oder eine große Eigenverbrauchssteigerung zu erwirken. Man kommt aber durchaus in eine Größenordnung von an die 60 oder sogar mehr als 60%, wenn der Speicher entsprechend groß ist. Sie können auch diese Wärmepumpe mit Batteriespeicher und der thermischen Speicherung dann kombinieren. Auch das liefert wiederum eine kleine Steigerung des Eigenverbrauchsanteils. Also nochmal gegenübergestellt die vier Systemvarianten im Vergleich. Also Sie können hier im Überblick den Autarkiegrad sehen, zu wie viel Prozent Sie hier in der Lage sind, Ihren Gesamtstrombedarf direkt aus der PV zu generieren oder zu erhalten. Und Sie sehen, mit jeder Maßnahme steigert sich der Autarkiegrad hier ganz leicht. Und es ist sozusagen eine schöne Möglichkeit, hier sowohl thermische als auch elektrische Speicher zur Hebung der Eigenverbrauchsrate herzunehmen. Was jetzt zukünftig vermehrt kommen wird und auch schon existiert, sind so Themen mit der Energieflusssteuerung oder dem sogenannten Energiemanagement mittels Wetterprognosen. Sie sehen es hier, wenn Sie einen schönen Sommertag, wie wir ihn heute erwarten, haben und Sie laden gleich zu Beginn in der Früh die Batterie, dann ist die Batterie wahrscheinlich jetzt um 10.30 Uhr auf jeden Fall schon geladen und Sie können jetzt dann diesen ab 10 Uhr den Strom praktisch nur mehr einspeisen. Ja. Es wäre sinnvoller, diesen Verbrauch oder diesen Ladeprozess vom Beginn des Tages in die Mitte des Tages hier zu verschieben. Also diese Varianten gibt es, wenn Sie wissen, dass am Vormittag schon wissen, dass Nachmittag ebenfalls die Sonne noch scheint. Wir haben solche Systeme und solche Einflussfaktoren auch
bei einem größeren Forschungsprojekt, dem Projekt E-Storm, untersucht, wo wir Wetterprognosen und auch variable Strompreistarife für das Einspeisen und für das Beziehen mit berücksichtigt haben und dann direkt in einem Produkt verwertet. Sie sehen hier, es gibt hier regelbare Verbraucher, es gibt hier Verbraucher, die Sie kaum regeln können, also regelbare Verbraucher, wie wir es vorher gesehen haben, Heizsysteme, nicht regelbare Verbraucher sind, wenn ich Licht haben will, dann kann ich das hier kaum verschieben. Das heißt, für Lastverschiebungen habe ich nur geringe Möglichkeiten. Ja? Also ein paar Nonar-Ansagen, also Sie sollten den Stromverbraucher dann einschalten, wenn viel PV-Strom zur Verfügung steht. Sie sollten das möglicherweise kaskadieren, das heißt nicht waschen und kochen und den Geschirrspüler gleichzeitig, sondern das möglicherweise hintereinander. Gefrierschränke, Gefriertruhen bieten die Möglichkeit, dass Sie die zumindest stundenweise wirklich ausschalten können und dann über Tags wieder mit PV-Strom betreiben. Alles hier keine riesengroßen Aktivitäten und keine riesengroße Auswirkung, aber wenn Sie es einfach einrichten lässt, dann ist das hier eine Möglichkeit. Die Frage ist nun, was liefert möglicherweise ein Elektroauto zur Eigenverbrauchserhöhung oder was trägt ein Elektroauto zur Eigenverbrauchserhöhung bei? Wie gesagt, von den Größenordnungen der Stromverbrauch durchschnittlicher hier von Oberösterreich sind um die 4000 Kilowattstunden pro Jahr und ein Stromverbrauch eines Elektroautos ist in der Größenordnung bis zu 2000 Kilowattstunden pro Jahr, wenn Sie 10.000 Kilometer pro Jahr fahren. Also durchaus eine relevante Größe und theoretisch, wie man es hier in dem Diagramm hier sieht, ist diese gelb markierte Fläche, wäre theoretisch der mögliche Überschussstrom, den man zum Laden eines Elektroautos wirklich verwenden kann. Ja. Blöderweise stehen meistens die Autos nicht dann zu Hause, wenn ich einen großen Überschussstrom habe, sondern ich muss mich nach den Gegebenheiten der einzelnen Haushalte richten. Und wenn man das jetzt einmal vergleicht, in einer Studie wurde das untersucht, Sie haben einen Haushaltsstromverbrauch von ungefähr 4700 Kilowattstunden. Sie geben darauf eine 7,5 Kilowatt Peak Anlage, Standort Süddeutschland, und Sie schauen sich an, wie groß der Anteil des PV-Stroms im Elektroauto ist. Wenn Sie das hier, eine einfache PV-Anlage bei diesen Konstellationen, können Sie in etwa 18% des Stromes direkt aus der PV-Anlage ziehen. Ja? Das bedeutet bei dieser Anlage zumindest einen Eigenverbrauch von 24%. Ja. Wenn Sie hingegen dann einen stationären Stromspeicher dazugeben, dann wird der PV-Strom und inklusive dem Strom, der zwischengespeichert wird, geht schon in Richtung 41% des PV-Stromes, der im Elektroauto landet. Und der Eigenverbrauch lässt sich hier durchaus um 20 Prozentpunkte hier steigern, von 24 auf in Richtung 40-45%. Ja. Selbst wenn Sie keinen Speicher haben, können Sie mit einer Ladesteuerung auch einige Prozentpunkte herausholen. In dieser Studie wird von bis zu 12% hier berichtet. Zum letzten Punkt, wenn alles nichts mehr fruchtet, Sie den ganzen Strom schon intern Last verschoben haben, zwischengespeichert haben, gepuffert haben, zukünftig wird es die Möglichkeit geben, erneuerbare Energiegemeinschaften oder Bürgerenergiegemeinschaften zu bilden, wo es dann erlaubt wird, Strom gemeinsam zu produzieren, zu nutzen, zu speichern, zu handeln und zu verbrauchen. Das wird vermutlich vorwiegend für Kleinbetriebe und für Privathaushalte etabliert werden. Die rechtlichen und gesetzlichen Rahmenbedingungen werden gerade aktuell gestaltet und in nationales Recht umgesetzt. Wir haben dazu ein Forschungsprojekt im Südburgenland aktuell laufend, wo man versucht, hier mehrere Haushalte miteinander dahingehend zu vernetzen, dass sie einen sogenannten Quartierspeicher betreiben und auch öffentliche Ladestationen damit bedienen. Das heißt, in diesem Fall haben die Haushalte natürlich eine PV-Anlage, Sie haben einen Wechselrichter, Sie haben einen Batteriespeicher,
Manche von Ihnen haben eine Wallbox mit einem Elektrofahrzeug. Manche von Ihnen bedienen ebenfalls im Haushalt eine Wärmepumpe. Das heißt, wir haben alles das, womit man den Eigenverbrauch hier steigern könnte, ganz gut schon abgedeckt. Aber Sie handeln sozusagen über diese Cloud-Plattform, bedienen Sie hier diesen Quartierspeicher, wo Sie dann Strom an den Quartierspeicher verkaufen können und auch vom Quartierspeicher wieder beziehen können. Ja? Also wie gesagt, hier ist noch sehr vieles im Umbruch und die gesetzlichen Rahmenbedingungen werden gerade jetzt erst gestaltet und in nationales Recht umgesetzt. Ja, ich hoffe, ich war so halbwegs in der Zeit und konnte ein paar interessante Sachen für Sie berichten und freue mich auf Fragen. Ja, lieben Dank, Herr Dr. Steinmaurer. Sie haben einen sehr schönen Überblick gegeben über die unterschiedlichsten Möglichkeiten, die es gibt, um den am Gebäude produzierten Strom auch im Gebäude zu nutzen. Wir haben einige Fragen bekommen, wobei Sie im Zuge Ihres Vortrags auch schon sehr viele beantwortet haben. Sehr viele Fragen waren zum Thema E-Mobilität und wie da die Einbindung und die Eigenverbrauchsnutzung quasi möglich ist. Lieben Dank auch an Ihre Werbung für einen Sonnenklarrechner. Sie haben eine Folie drinnen gehabt, wo unser Sonnenklarrechner aufgezeigt wird, also ein Bild drinnen ist von unserem Sonnenklarrechner. Mit dem Sonnenklarrechner kann jede Privatperson, jedes Einfamilienhaus quasi die optimale PV-Anlage für sich berechnen und anhand der Warmwasserproduktion bzw. anhand eines Stromspeichers berechnen, wie sich der Eigenverbrauch ändern wird. Also dieses Tool, der Sonnenklarrechner, steht für jeden kostenfrei zur Verfügung. Aber zurück zu den Fragen, die wir bekommen haben. Die Frage war, oder eine Frage richtet sich zum Thema Thyristoren. Dürfen Thyristoren über 200 VA oder 0,2 kVA für die Wärmebereitstellung verwendet werden? Haben Sie dazu eine Antwort für uns und für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer? Also, wie die rechtliche Situation da ausschaut? Kenne ich die rechtliche Lage absolut nicht. Ja, kann ich nicht sagen. Okay. Dazu. Ja? Werden wir vielleicht im Nachgang dann beantworten. Und dann zur Frage Wärmepumpe, beziehungsweise zum Thema Wärmepumpe. Wie kann die Wärmepumpe eigenverbrauchsoptimiert geführt werden? Wie misst die Wärmepumpe, wann und woher der Strom kommt, beziehungsweise wie viel Überschussstrom von der PV-Anlage zur Verfügung steht und wie geht die Wärmepumpe damit um, wenn zu wenig Strom von der PV-Anlage kommt? Also wenn die PV-Anlage zu wenig Strom von der oder wenn die Wärmepumpe zu wenig Strom von der PV-Anlage kommt, bekommt dann das hängt ja eh am selben Netzstrang. Dann nimmt sie einfach so den fehlenden oder restlichen Teil direkt aus dem Netz heraus. Ja. Also das ist hier unterscheidet sich die Wärmepumpe mal prinzipiell, wenn es am selben Zählpunkt hängt, nicht von einem anderen Verbrauch. Ja. Die Sache ist, wie weiß die Wärmepumpe, wann sie ein- und ausschalten soll? Hier muss meistens ein übergeordnetes Energiemanagementsystem sein, das sagt, jetzt wird die Wärmepumpe eingeschaltet, jetzt wird die Wärmepumpe ausgeschaltet oder jetzt schalte ich die Wärmepumpe ein, weil jetzt gerade genug oder ausreichend PV-Strom hier vorhanden ist. Also hier gibt es sehr oft eine Haustechniksteuerung und ein übergeordnetes Energiemanagement, dass sich um diese Ein- und Ausschaltprozesse kümmert, wobei man auch sagen muss, das ist bei vielen Wärmepumpen anders gehandhabt und nicht immer ganz so einfach, auch die Wärmepumpe zu überzeugen, das zu tun, was sie tun will oder das zu tun, was man von ihr will. Ja. Das zu tun, was sie tun soll, ja. Ja, genau. Eine Frage haben wir auch noch zum Thema, also konkret jetzt, zu einer Empfehlung für ein Kalkulationstool bzw. eine Software, wo man den Eigenverbrauch bzw. die Eigenverbrauchsoptimierung am besten auslegen kann, welche Komponenten man einsetzen soll oder welche Technologien man einsetzen soll. Gibt es von Ihrer Seite Empfehlungen für ein bestimmtes Tool, abgesehen von unserem Sonnenklarrechner? Also der Fragesteller erwähnt da auch PV-Sol oder Polysun.
Ja. Als Beispiel. Also natürlich ist sozusagen für eine schnelle Abschätzung der Sonnenklar-Rechner ein super Werkzeug. Wenn es mehr ins Detail gehen soll und vielleicht auch Lasten zu berücksichtigen, die jetzt nicht ganz Standard sind, oder um noch hier detaillierter zu sein, kann man durchaus Polysan oder andere komplexere Simulationswerkzeuge verwenden. Die sind halt kostenpflichtig und halt nicht so als Web Applikation direkt verwendbar, wo ich einfach auf meine Webseite gehe und 5 Kennzahlen eintippe und ich bekomme mein perfektes System heraus. Ja, also zugegebenermaßen, unser Sonnenklar-Rechner ist sehr einfach also gestrickt, aber es war auch der Hintergrund, also, dass wir den Sonnenklar-Rechner möglichst einfach halten, damit er wirklich laienbedienbar ist, also auch für interessierte Endkunden. Und wir haben immer wieder Rückmeldung bekommen und entsprechend auch immer wieder überlegt, ob wir das Thema Wärmepumpe in unseren Sonnenklar-Rechner mit aufnehmen sollen, sind aber nie wirklich von grünen Zweig kommen, weil für die Planung und Konzeption einer Wärmepumpe im Gebäude man sehr viel Input-Parameter braucht und das wird dann zu Lasten der Laienbedienbarkeit gehen. Ja, also kann aber ich es nur ist schwierig, ja. Unterstreichen, ja. Also kann ich wirklich nur deutlich unterstreichen. Also im elektrischen Bereich ist es so halbwegs einfach, gerade die Wärmebereitstellungssysteme sind halt auf der Simulationsebene zum Teil deutlich komplexer. Und hier wird man mit einem schnellen Tool, kann man sozusagen eine Größenordnung mal festlegen, aber um die genaue Funktionsweise dann abzubilden, benötigt man einfach komplexere Simulationswerkzeuge. Und richtig, wie ich vorher richtig schon gesagt habe, wenn die Wärmepumpe, ich muss dann auch abbilden, was die Wärmepumpe zu welchen Zeitpunkten macht. Ja? Und manche Wärmepumpen sind gar nicht so leicht zu überreden, das zu tun, was sie tun sollen. Ja, eine Rückmeldung habe ich noch an Sie, Herr Dr. Steinmaurer, von einem aufmerksamen Zuhörer von uns, dass die Berechnungen zur Elektromobilität bzw. zur Einbindung der Elektromobilität möglicherweise sehr konservativ gerechnet sind, weil eine stufenlos angesteuerte Ladestation wesentlich mehr Eigenverbrauch schafft. Also das ist durchaus möglich. Und ich habe dann mich eben auf eine, bessere Ergebnisse ja, möglich ja, wären. Das kann und anscheinend gibt es diese Produkte schon am Markt. Ja, also wie gesagt, ich habe hier ein Ergebnis einer Studie, die schon ein paar Jahre alt ist, wo man zumindest eine Größenordnung gesehen hat. Ja. Ich will nicht ausschließen, dass es hier durchaus noch, schon am Markt möglicherweise bessere Ergebnisse erzielbar sind. Die Technik entwickelt sich ja laufend weiter und so gesehen wird es sicher noch bessere Ergebnisse geben. Hoffentlich, aber auf jeden Fall. Auf jeden Fall ist quasi, kann der Eigenverbrauch über eine gesteuerte Ladestation noch angehoben werden. Wie gesagt, aber hier war das war hier das, im Einzelfall kann man hier deutlich drüber gehen. Ja. Es waren hier nur typische Verbräuche von glaube ich, 114 Haushalten, die untersucht wurden. Und dass hier Einzelergebnisse natürlich deutlich besser sind und manche dann schlechter sind, ist auch klar. Aber das war hier sozusagen eine Durchschnittssteigerungsrate, die hier erzielbar ist, über viele Haushalte und über viele Elektrolade, über viele Elektroladestationen. Sehr schön, dann haben wir soweit alle Fragen, die eingetrudelt sind während Ihres Vortrags, beantwortet. Herr Dr. Steinmaurer, herzlichen Dank, dass Sie uns heute quasi besucht haben, virtuell, und dass Sie für uns heute die Einverbrauchsmöglichkeiten dargestellt haben. Ja, gerne. Ich möchte jetzt noch unsere Sponsoren danken, die dieses Webinar ermöglicht haben, finanziert haben. Wieder MyPV als oberösterreichischer Heizstab und Wärme- und Heizungshersteller. Danke auch der Firma SmartFox und der Firma Energy 3000 Solar. Wenn Sie mit den Firmen Kontakt aufnehmen wollen, schauen Sie bitte auf unseren Marktplatz. Da finden Sie die Kontaktdaten der Sponsoren, aber auch der Firma LG.
Und zum Schluss möchte ich noch auf unser allerletztes Webinar vor der Sommerpause hinweisen. Nächsten Mittwoch wieder um 10 Uhr beschäftigt uns das Thema Sonnenstrom ohne finanziellen Aufwand, rechtliche Rahmenbedingungen des Contracting-Modells. Und Florian Stangl, selber Rechtsanwalt, wird uns dazu seine Sicht der Dinge quasi präsentieren. Wenn Sie Fragen haben, bitte nutzen Sie die Möglichkeit und schicken Sie uns die Fragen vorab. Dann können wir sie an den Florian Stangl weiterleiten. Er wartet quasi auch direkt auf Ihre Fragen, damit er die im Zuge seines Webinars beantworten kann. Sie können sich natürlich auch schon anmelden fürs Webinar, wie immer über unsere Webseite. Und zum Schluss nochmal möchte ich Werbung machen für unsere bisher stattgefundenen Webinare. Wir haben eben mittlerweile 12 Webinare abgehalten zu den verschiedensten Themen, Sammlung und Verwertung von Modulen, steuerliche Aspekte, Energiegemeinschaften, Normen, Statikvorgaben und so weiter. Wenn Sie ein Thema davon im Detail interessiert, nutzen Sie die Möglichkeit, dass Sie sich das Webinar auch im Nachhinein anhören können. Und wenn Sie sagen, Sie haben noch ein Thema, das Sie interessiert, beziehungsweise das für die gesamte PV- und Speicherbranche interessant ist, dann schicken Sie uns das Thema bitte. Wir werden schauen, dass wir dazu ein Webinar abhalten können. Dann nach der Sommerpause, also wir werden jetzt dann quasi in eine Sommerpause gehen, aber wir werden im September wieder mit Webinaren fortsetzen. Das heißt, wenn Sie Themen haben, schicken Sie uns die Themenwünsche und wir werden schauen, dass wir dazu einen Experten oder eine Expertin finden, die für uns und für Sie ein Webinar abhalten können. Und dann möchte ich noch auf unsere nächste große Konferenz aufmerksam machen, am 2. und 3. Dezember. Findet die diesjährige PV- und Speichertagung statt, wieder in Wien. Wir werden an zwei Tagen das Thema Photovoltaikforschung und Innovation thematisieren, aber auch eben das Thema Stromspeicherung und Eigenverbrauchsoptimierung. Die Veranstaltung wird sowohl physisch als auch online stattfinden. Das heißt, wenn Sie nicht physisch teilnehmen können oder wollen, können Sie sich auch online quasi einwählen in die Veranstaltung. Und das Programm wird aktuell erstellt und wird in den nächsten Wochen dann auch verschickt. Anmeldungen dazu sind bereits möglich. Und dann bin ich definitiv am Ende mit meinen Abschlussworten. Möchte Ihnen, Herr Dr. Steinmacher, nochmal für Ihren Input danken. Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für die Aufmerksamkeit, für Ihre Fragen. Und nächste Woche, Mittwoch, geht es nochmal in eine nächste Webinarrunde, bevor wir dann in Sommerpause gehen. Schicken Sie uns Ihre Fragen zum Thema Contracting und wir werden Sie dann an den Florian Stangl weiterleiten. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag und eine schöne Zeit bis zum nächsten Montag, bis zum nächsten Webinar. Dankeschön.